Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal vom Supermarket Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir waren stehen geblieben das letzte Mal mit unserer neuen Produktlizenz und ich kann euch sagen, ich habe ein, zwei Tage weitergespielt noch. Ich bin mittlerweile Level 24 und habe geisteskrank viel Geld aus den letzten zwei Tagen hier in unserer unser Lager gesteckt. Denn wie ihr vielleicht seht, ich habe die Regale alle vollgeknackt. Ich habe aufgefüllt, habe echt viel bestellt. Dass ganz, ganz viele Kartons und ganz, ganz viele Waren hier auf Lager sind. Habe mittlerweile alles aufgefüllt von den neuen Produkten. Ne? Hier haben wir die gesamte Gefriertruhe voll gemacht mit den Hähnchen, Pizza, Pommes und so weiter und so fort. Hier drüben die Dinger. Und unser Ziel oder mein Ziel ist es, definitiv in dieser Folge noch eine Produktlizenz zu kaufen. Ich will unbedingt noch eine Produktlizenz. Ich habe mir überlegt, wir werden erstmal in noch zwei Regale investieren. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig fürs Lager. Die wollen wir hier schon mal aufbauen oder die können wir hier schon mal aufbauen. So, warte. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob wir hier dann... Kommen wir da noch gut ran, wenn wir das so hinstellen? Ich weiß es nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das am Ende machen soll. Aber ich denke, das wird eigentlich... Ich denke schon, dass das funktioniert. Muss ich ehrlich sagen. Genau. Und dann könnten wir... Boah, ich weiß nicht, wie ich hier weiterbauen soll. Warte mal, hier an Rücken. Rücken an Rücken machen wir das. So. Wir können ja das Lager auch noch zweimal ausbauen. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Lager kann doch zweimal ausgebaut werden. Das sollte man vielleicht auch zeitnah anregen, obwohl ich auch erstmal wieder den Shop ausbauen müsste. Wir haben, warte mal, Verwaltung, Lager, ja, zweimal können wir insgesamt noch ausbauen. Einmal ist, steht uns sogar schon frei und ab Level 25 können wir ein zweites Mal ausbauen. Genau, perfekt. Und dann müsste das eigentlich passen. So, da müssen wir aber auf jeden Fall den Laden ausbauen. Was aber definitiv funktionieren wird, ist noch eine weitere Produktlizenz. Wir können nämlich hier noch zwei Regale hinstellen. Wir haben hier hinten noch einen Kühlschrank, der aktuell noch leer ist. Wir können hier theoretisch einmal Eier raustun, da wir da unten auch noch einfach leer. Weil zweimal Eier reicht auf jeden Fall. Hat da schon wieder einer 6 Papierrollen hier pro Klopapier gekauft? Ey Leute, das gibt's ja nicht. 6 Rollen. Ey, lasst mal die Kirche im Dorf. Ey, das ist ja nicht normal. Sag mal, was ist hier los? Müssen wir hier wie bei Corona hier das Klopapier rationieren oder was? So, was kriegt ihr wieder? Nix, das passt. Perfekto. So, dann immer ran hier mit dem guten Zeug. Oh, die Pizzas und die tiefgefrorenen Sachen, die laufen richtig gut. So, 2,60 zurück. Oh, da haben wir schon wieder gutes Geld verdient heute. Haben wir schon wieder gutes Geld verdient, auf jeden Fall. Aber wir haben auch, na doch, fast 500 schon wieder auf dem Konto. Das passt. Genau, hier haben wir auch noch ein Fach frei, was wir nutzen können. Also, wegen der weiteren Produktlizenz mache ich mir gar keine Gedanken. Also, das wäre eigentlich eine ganz entspannte Nummer. Müssten wir easy hinbekommen. Also wirklich easy hinbekommen. Lagerplatz haben wir jetzt auch noch für zwei weitere Lizenzen. Von daher, das sollte auch passen. Warte mal, ich stelle das Regal mal. Hier hin. Oh, da kriegen wir da hinten keins mehr rein. Das ist eigentlich eine ganz ärgerliche Nummer. Ich glaube, das werden wir auch alles nochmal umbauen müssen. So, der nächste bitte. Aber das mache ich dann offscreen, Leute. Das mache ich offscreen, weil das dauert einfach zu lange. Und dann schaffen wir in der Folge zu wenig. So. Gut, wenn ihr wollt, lasst gerne das Däumchen da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich spiele hier mit Mods aktuell. Das heißt, wir benutzen aktuell einen Handscanner und dieses unbegrenzt bestellen. Das heißt, wir können nicht nur 10 Produkte bestellen, sondern wir können einfach so viele bestellen, wie wir wollen. Das ist aktuell die Mods, die ich benutze. Ich überlege tatsächlich, ob ich auch noch den Lichtschalter-Mod mitnehme, weil mir hat jemand was Cooles in die Kommentare geschrieben. Weil man hier hinten die Wand für Produkte noch mitnehmen kann. Nicht jetzt, weil man zu faul ist, das Licht an- und auszuschalten, sondern einfach, weil man diese Wand noch mit für Regale benutzen kann. Obwohl, ich glaube, dass wir unseren Supermarkt schon, ja, noch sehr, sehr weit ausbauen können und hier sehr viel Platz schaffen können. Aber es ist schon verrückt, ne? Wenn man überlegt, wie klein man hier angefangen hat, wie groß wir jetzt schon sind, wie lange wir aber schon spielen und wie groß wir aber noch werden können. Und ich bekomme auch immer wieder die Frage, Manus, lohnt sich das Game? Kann ich mir das holen? Sollte ich mir das holen? Du Leute, das muss ja natürlich jeder selber entscheiden. Ne? Da muss jeder selber gucken, ob einem das gefällt oder nicht. Was ich hier machen kann, ist euch Content liefern. Kann euch hier natürlich unterhalten mit meinen Videos. Ich hoffe zumindest, dass ich euch unterhalte mit meinen Videos. Aber am Ende müsst ihr euch selber ein Bild machen. Ich kann euch nur sagen, dass ihr auf jeden Fall sehr lange...
sehr viele Stunden hier spielen könnt, bis ihr hier das Endlevel erreicht habt. Also das ist mal Fakt. Das ist wirklich eine Tatsache. Upsi, das war das falsche Fach. So. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viele Spielstunden verbringen. Ich weiß gerade gar nicht, was es aktuell kostet, wenn ich ehrlich bin. Kann ich euch gar nicht so genau sagen. So, die Lady hat auch gut eingekauft. Jawohl, Karte her. 76,40. Ciao. Wow. Wow. Ciao, wowi. So, wie sieht's hier aus? Hier ist eigentlich alles gut gefüllt. Also mit zwei Stockern kommen wir super hinterher. Ich weiß gar nicht, was wir brauchen, um den dritten einzustellen. Das war Level 29 sogar. Uiuiui, das wird noch ein Stückchen dauern. 13 Regale insgesamt. Ja, Mann. Kaum bin ich wieder im Lager, kommt so ein Trottel wieder an die Kasse hier. Meine Güte. So, 83 Euro. Bitteschön. Übrigens, die Regel ist, umso mehr ihr die Kunden anpöbelt, ja, umso mehr ihr die anpöbelt, umso mehr ihr die beleidigt oder schlecht mit denen umgeht, umso mehr Trinkgeld bekommt ihr in der Regel. Also die geben dann auch gerne mal 10% Trinkgeld, Leute. Die geben dann auch gerne mal 10% Trinkgeld. So. Wunderbärchen. Immer ran hier. Zu mir an die Kasse. Nicht drüben zum Lehrling. Der ist viel zu langsam, ne? Der ist viel zu langsam. 98,30. Aber ein bisschen könnt ihr euch trotzdem auf beide Kassen verteilen. Das wäre super, eine super Sache. So. 29,80. 90, 80, so. Haben wir fast noch zu viel rausgegeben hier. Oh, hier sind Kartoffeln. Oh, hier gibt's Klöße am Wochenende, Leute. Hier gibt's Klöße am Wochenende bei der Lady. Danke für den Einkauf. Weiter geht's. Ja, ein paar Cornflakes kann ich auch nur empfehlen. $3,10. So, oh, sie waren doch beim Barbier gewesen, mein Lieber. So frisch wie sie. Ey, Kartenzahlung ab 10 Euro normalerweise. Mann, habe ich schon 100 Mal gesagt. Draußen hängt ein Schild. Kart. Ab 10 Dollars. Oh, wieder für 7 Euro hier. Für 7 Euro und dann mit Kartenzahlung. Sind die Gebühren sind einfach höher wie alles, was wir hier am Marge haben? Ich meine, es weiß ja keiner, dass wir hier eine 300% Marge haben. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem, das geht doch so nicht. So, wieso räumt denn das hier keiner ein? Da ist ja nur noch eins drin. Warte mal, wo steht denn das? Hier. Eins leer. Dann können wir nämlich das da reinstellen. So, bin schon da. Einmal, haben wir ja auch wieder ganz klein heute dabei. 33 Mark 50. Sehr schön. So, und 80 Cent. Zap, zap, zap. So, okay, super. Was haben wir hier noch stehen? Mehl. Haben wir ein Mehl, wa? Oh, unten das Mehl ist alle übrigens. Oh, ey. Räum da mal die drei Dinger hier ins Regal. Das kann doch nicht wahr sein. Ist voll. Scheiße. Da wieder rein damit. Kasse, warte, Kasse war hier. Kasse. So, Kohle her. Du Lump. 4,20. Dankeschön. So, beendet uns bald wieder, ne? Empfehlt uns weiter, du Jockel. Sag ja. Oh je, yeah. Jockels Zwillingsbruder, ne? Oh, kommst gar nicht zu mir. Okay, gehst halt zum Lehrling. Ist auch okay. Kein Problem. Ah, sehr gut. So. Dreimal Scheißhauspapier. Ich frage mich, was du vorhast. Ganz ehrlich, hast du Dünnschiss oder was? Meine Güte, das kann ja nicht wahr sein. So, danke. 9 Uhr, das heißt, der Laden schließt jetzt gleich. Wollen wir mal gucken, kommt hier noch einer? Nee, kommt keiner mehr, ne? Können wir das Schild schon rumdrehen. Zack. Closed. Closet. Ja, pack noch Pizza ein und Pommes. Richtig, immer rein in die Tasche. Na, gute Honig, genau, vom Imker nebenan. 3, da können wir noch einen nehmen. Nee? So, was brauchen wir noch? Was? Joghurt? Nee. Kaffee? Käffchen? Mehl? Nee, Öl. Öl. Ah ja, Öl fürs Wochenende. Hä? Kommt der Freund oder was? Papa Spaghetti? Hm, Wunderbärchen. Gute Wahl. Und Susi Puderzucker. Sehr gut. Oh, da wird gebacken am Wochenende. Da wird gebacken. So. Jetzt dräng dich nochmal an hier. Die letzte. Mal gucken, was die Schönste auf Band hat. Hier mit, oh, mit Affesaft, ey. Und alles. Junge, das gibt auch Dünnschüsse ohne Ende, ey, was du gekauft hast. Da sind aber nicht viel gesunde Sachen dabei, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, ne? Junge Dame. So, ich räume mir das hier ein, so. Zack, alles schön in die Tüte rein. Ja, Packservice ist kein Problem. Ist bei uns Standard hier im Supermarkt. So. Jetzt zieh nochmal richtig ab. Junge Frau, geben Sie mal Trinkgeld den Herren. So, perfekt. Und das war's, Lars. Rein in den nächsten Tag. Keine unzufriedenen Kunden. Aber auch kein Gewinn groß, weil wir einen Haufen Sachen bestellt haben. So, rein nächsten Tag Bio-Eier, Nudeln, Brot und Schuss geht nach unten. Schuss geht nach unten. 13. Oh, nee. 13.
Bio-Eier, was? Bio-Eier, die Dinger hier oder was? Oh, 2,55, 2,70. Was waren das noch? Shitty, Frau Schmidti, was waren das jetzt noch gewesen? Warte mal, ihr habt gesagt, wenn ich hier reingehe bei Produkt, ach, Brot und Nudeln. Brot und Nudeln. Brot. Früher hatte ich das Brot mal irgendwo stehen. Nudeln hatte ich früher auch mal. Hier, das sind die Nudeln. 3,40, da können wir auf 3,60 hoch. Wo haben wir ein Brot? Da. Brot, wird auch Zeit, dass das mal 5 Euro kostet. Hier, so ein altes Toastbrot. War es jetzt noch irgendwas? Das war's, glaube ich, ne? Hoch, hoch, hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, hoch. Eier haben wir auch hoch. Aber runter ist ja gar nicht dabei. Ihr habt doch gesagt... Ach, ist ja auch egal. So, warte mal, was brauchen wir? Pass auf. Wasser. Käse. Zweimal Mehl. Ja, zweimal Mehl. Einmal Milch. Kaffee. So, was brauchen wir hier noch? So ein Sechserträger. Dann hier Orangensaft. Das haben wir... Können wir auch nochmal mitbestellen. Wie viel haben wir hier? Das sieht alles sehr gut aus. Dreimal Klopapier. Ja, komm, hier von dem bestellen wir auch nochmal mit. Von dem bestellen wir auch mit. Nochmal Honig nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir noch mit. Da brauchen wir mal zwei. Pommes brauchen wir nochmal eins. Hier brauchen wir... Eins, zwei. Eins... 2, 3. Hier auch noch eins. So, das sollte erstmal... Och, du Scheiße. Wie viel waren das jetzt? Über 1000 Euro, ey. Leck mich doch am Arsch. Und das Einräumen geht mir auch so auf bis... Da überlege ich tatsächlich, ob ich mir den Mod noch hole, Leute. Ich überlege tatsächlich, ob ich mir den Moderino noch hole. Für die Geschichte... ich glaube, da gibt es was, dass das direkt... man klickt das nur draußen an und dann ist das direkt eingeräumt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich dieser Mod lohnen würde für uns. Ich glaube schon. Aber ihr könnt es ja, oder beziehungsweise ob ihr den habt oder ob ihr mir stumpf zugucken wollt, wie ich hier die ganzen Sachen einräume, ne? Weiß ich ja nicht, auf was ihr da draußen so steht. So, ja, pervers erst, wenn keiner mehr mitmacht, ne? Oder wie sagt man so schön? nein, natürlich nicht. Gut, folgendes. Warte mal, was ist denn jetzt hier? Alexa, was hat denn Alexa jetzt hier schon wieder vor mit mir? Wetterdienst, Warnung, Frost. Ja, super. Frostwarnung. Wollen die mich verarschen? Am Osterwochenende sind bei uns 22 Grad gemeldet und ich kriege gerade von der Alexa eine Frostwarnung. Weiß ich auch wieder nicht so richtig. Ey, bei uns ist wirklich Osterwochenende. Ich weiß nicht, was ihr schönes Ostern macht, aber ich kann euch sagen, bei uns ist traumhaftes Wetter gemeldet. 20 bis 22 Grad Ostersamstag und Sonntag. Und ja, also wirklich, es soll wirklich, wirklich, wirklich schön werden. Freue ich mich sehr. Ich freue mich halt sehr für die Kinder, muss ich ehrlich sagen. Für die Kiddies. Warte mal, wo haben wir die Dinger hier unten? So, wir können leider die Produktlizenz jetzt noch nicht kaufen. Wir müssen definitiv noch eins weiter. Milch. Milch. Warte mal, wo waren die Milch? Die ich hatte? Da. So. Cleaner. Da rein. Also ich weiß auf jeden Fall, wo meine Produkte sind. Da kann man mal nicht nölen. So, nur bei den neuen tue ich mich immer ein bisschen schwer. So, Käffchen nochmal. Okay, ich überlege, ob ich das Lager tatsächlich noch weiter erstmal voll mache. Nee, warte, hier kommt der Zucker rein. Ob ich das Lager erstmal weiter auffülle oder ob wir uns noch eine Produktlizenz holen. Ey, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Oh, hier, den Kollegen müssen wir auch zweimal bestellen. Ich glaube, den haben wir gar nicht bestellt, oder? Chicken Wings. Chicken Wings, große Chicken Wings. Einmal Honig. Honig. Und nochmal Chicken Wings. So, haben wir alles. Das haben wir aufgefüllt. Machen wir hier noch zweimal Bio-Eier. Das sieht wirklich alles sehr gut aus. Den Kollegen noch einmal. Habe ich das jetzt schon? Ich weiß es nicht. Mehl. Oh Gott. So, Mehl. Toastbrot. Können wir noch einmal bestellen. Susi können wir einmal bestellen. Ansonsten sieht es eigentlich echt ganz schnieger aus im Lager. So, dann... Oder war das noch? Lass das doch nicht immer erst runterfallen. So. Da gibt es, glaube ich, auch einen Mod, dass das ordentlich gestapelt, sortiert und ordentlich gestapelt sozusagen dann hier draußen abgelegt wird. Eigentlich auch ganz witzig. Eierchen. So, warte mal. Wir können die Bude eigentlich schon wieder aufmachen, oder? Wie sieht es denn hier drin aus? Habt ihr gut eingeräumt? Ja, komm, auf. Auf das Ding. Weiter geht's. Vollen Angriff, Leute. Vollen Angriff.
Wir brauchen Kohle. 1300 haben wir nur auf dem Konto. Das ist echt nicht viel. So, warte mal, wo waren die Dinger jetzt? Hä? Haben die nicht gerade noch gefehlt? Warte mal, die haben doch... Also, ich weiß auch nicht. So, also manchmal weiß ich... Hä? Wieso habe ich die jetzt noch zweimal bestellt? Waren beide Stocker mit so einem Paket unterwegs? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, gut, was brauchen wir noch? Komm, wir bestellen noch einmal Tee. Hier so ein Öl können wir noch bestellen. Hier oben das Öl bestellen wir auch nochmal. Hier kommt so ein Käse. Da ist auch noch Luft. Zweimal von denen hier. Hier Basmati-Reis. Hier können wir noch einmal Soda bestellen. Oder füllt er gerade Soda auf? Nee. So, komm. Kaufen. So, jetzt haben wir zwar nur noch 1000 auf dem Konto, aber ich sage euch, wie es ist. Das Ziel ist, das Lager hier komplett voll zu donnern. Aber richtig, richtig auf Anschlag. Volle Kimme voll. Ich glaube, das macht auch Sinn. Da, wo nämlich hier 6 Pakete reingehen, sollte man auch 6 Pakete reinmachen. Weil dann hast du zumindest dort immer nur sporadisch mal eine Bestellung, weißt du? Und dann kann man da erstmal auf die Lagerbestände zurückgreifen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und deswegen versuche ich hier so nach und nach sozusagen das alles aufzufüllen. Gut, Soda. Oh, Schoki ist auch alle. Nee, Schoki ist auch alle. Schoki müssen wir auch bestellen. Na gut, aber ich glaube, das sieht erstmal wirklich ganz rosig aus. Ja, und da ist der erste Kunde an der Kasse. Oh, da hat aber einen eingekauft hier. Dankeschön. 16,90. 16,90 zurück. So, bitte. Gut, 1200. Ich muss mal kurz am Computer. Ich habe mir nämlich einen kleinen Credit genommen, um die neuen Sachen damals, also beim letzten, in der letzten Folge, um die neuen Sachen zu bestellen. So, jetzt bezahlen wir erstmal hier unsere Rechnung. Und ja, und ich habe mir 750 Kredit genommen. Da habe ich jetzt aber auch schon dreimal zurückgezahlt. Das heißt, den sind wir auch gleich wieder los. Sollte ja kein Problem sein. 54,80. Die Lizenz ist halt, also das muss ich wirklich sagen, die Lizenz ist wirklich teuer. Die nächste. 32,90. So, genau, kommt noch alle zu mir. Ist überhaupt kein Problem. Oh, hier ist teure, die teuren Tabs, ey. 116. 3,60 zurück. So, bitteschön. Lady, was kann ich für Sie Gutes tun? Heute Abend vielleicht ein Essen? Ein romantisches Essen im Restaurant? Wir zwei, du und ich. Ich und du. Ne? Gut, nicht. Oh, nächster bitte. Sehr schön. 37,80. Ne, warte mal. 37,80. Perfekt. Ach so. Ich weiß auch, warum es hier drin so dunkel ist. Ich habe das Licht nicht an. Gut, dass mir das nach fast 20 Minuten aufgefallen ist. Leute, die Kamera war ein bisschen dunkel. Licht war aus. Was war denn da jetzt los? Ach, nee, ich sage euch, naja, Dienstag, was willst du erwarten von dem Dienstag, ne? So, warte mal, den Krempel räume ich mal schnell ein hier, dann sind wir das nämlich schon mal los. Und können hier, zack, so, perfekt, so habe ich es mir vorgestellt. Sehr gut, 65,80, danke, dass ihr eingekauft habe, bla bla bla. Hm, wo kam sie denn her? Ist ja herangeschlichen wie ein Panda hier, die Omi. So, einmal mit Karte, 56,20. Na, reicht die Rente? Ja, gibt's nur das Nötigste, ne? Naja, bei der armen Rente hier, muss man auch mal dazu sagen. Da kann man nicht groß einkaufen gehen. So, nächster bitte. Eigentlich traurig. Dreimal Thunfisch. Oh, der macht was für die Gains. Der macht was für die Gains, Freunde. Trainieren Sie, ja? Oder mögen Sie einfach nur Fisch? Oh, schönes Blumenkleid. Kann man nichts sagen. Hm? Auch schönes Blumenkleid, nur in einer anderen Farbe. Sieht aber auch sehr gut aus. So, okay. Dann haben wir hier erstmal... Ja, passend. Perfekt. So ist das doch am besten. Und auch passend. Heute muss mein Glückstag sein. So, die kaufen wir alle fleißig ein. Die Stocker räumen fleißig ein. Das heißt, das läuft ja eigentlich alles so, wie soll. Was kostet die nächste Lizenz? Ich glaube, die liegt irgendwo bei 2000. Wir haben eigentlich alles. Wir brauchen halt ein bisschen Kohle. Um natürlich auch die Waren. Was ist jetzt? Jemand klingelt nicht. Um natürlich auch die Waren einzukaufen. Das ist. 1950. Also die hätten wir. Die 1950 hätten wir. Aber ich sag mal, Kohle für die Ware haben wir noch nicht. Aber es ist auch erst. Naja, was heißt erst? Es ist schon um 5. Wir haben nur noch 4 Stunden offen. Eier! Frische Eier! Bio-Eier heute im Angebot! Frische Eier heute im Angebot! Da muss ich auch mal ein bisschen Werbung draußen machen. So. 7 Euro.
Kartenzahlung ist ab 10. Meine Güte, ey. So, 10, 10 zurück. Easy. Ein Saft mit der Karte. Ein Saft mit der Karte. Fällt schwer, ruhig zu bleiben. Es fällt wirklich schwer, ruhig zu bleiben, aber ich muss auch mir jetzt selber mal auf die Schulter klopfen, dass ich es geschafft habe. Muss ich echt sagen. Muss mir jetzt einfach selber auch mal auf die Schulter klopfen. Habe ich gut gemacht. So, wie sieht das jetzt aus hier? Kommt noch jemand? Hat noch jemand Interesse? Ja, am Einkauf? Ja? Wunderbärchen. Wunderbärchen. Schön. Kommst du rein? Sir, komm, noch einen kleinen Einkauf, hä? Kurz vor Feierabend. Wir haben noch geöffnet. Sie auch, alle rein. Rein da, los. Rein, rein da, rein da. Sehr gut. Sie können auch, sind herzlich eingeladen in meinem Supermarkt. Gucken Sie mal, Supermarkt. Wäre auch geil, wenn man das umschreibt. Ich glaube, da gibt es auch einen Mod, da kann man das umschreiben. Könnten wir uns eigentlich auch holen. Könnten wir den Manus Supermarkt draus machen. So, Dankeschön. Weiter geht's. Also was man ja auch mal sagen muss, was ja wirklich krass ist, wenn man mal so auf die Margen guckt, das würde mich auch mal interessieren. Sind die Margen wirklich so krass? Guck mal, ein Sack Kartoffeln, ich meine, der kostet keine... Naja, obwohl. 5,50, weiß ich, was ein Sack Kartoffeln kostet. Aber 1,95, ach nee, 1,95 Profit. Weil, naja gut, das ist gar nicht so viel, ne? Was haben wir hier? 2,50 Profit, also ungefähr 1,94 Profit. Naja gut, Wasser ist aber auch übertrieben teuer hier in dem Spiel. Würde mich mal interessieren, ob die Margen wirklich so hoch sind oder wie groß die Margen wirklich so sind. Ob man wirklich so auf alles so 100% rechnet, so ganz grob oder 50% bei manchen Sachen nur. Welche Sachen lohnen sich am meisten für so einen Supermarkt zu verkaufen? Welche Sachen am wenigsten? Das wäre echt mal interessant. Ich glaube, die größte Marge ist auf Tee. Tee und solche Sachen halt, ne? Tee, Getränke vielleicht, oder? Ich weiß es nicht genau. Schwer zu sagen. So, Sir, kommst du zu mir an die Kasse. Hier noch ein paar Getränke für den Abend. Wunderbärchen. Sie gehen rüber. Gut, kein Problem. Die Lady geht auch noch einkaufen. Ich glaube, es kommt gerade aktuell keiner mehr, oder? Was macht ihr denn? Achso, das ist mein Mitarbeiter. Ich habe gedacht, der geht sich im Lager bedienen. Der hätte jetzt aber erstmal eine Schelle gegeben, mein Freundchen, da unten im Keller. So, alle soweit durch. Sehr gut. Hier gibt es nochmal Kohlen. Noch ein 100er. Weiß nicht, bin mir nicht sicher, ey Leute. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich jetzt die Produktlizenz kaufen? Ich mach das jetzt. Scheiß drauf. Guck mal, wie gut unser Lager gefüllt ist. Ja, oh, Männchenskinder. Hätten sie auch noch darüber zum Lehrling gehen können. Kurz vor Feierabend hier. Der kann auch mal was machen, der Bursche. 79,90. Rein da. So. Hast du auch noch mal ein bisschen Kohle mitgenommen? Och, komm, ey. Wegen ihm Euro 12. So, wie sieht's aus? 800 Gewinn gemacht. Rein nächsten Tag. Thunfisch. Gesunken. Von stark der Thunfisch auf OH 6,50. Gut. Wir lassen die Kollegen mal weiter auffüllen. Ich nehme erstmal die groben Bestellungen auf. Nudeln? Nee, haben wir nicht. 1, 2. Eimer Wasser. Oder auch nicht. Wasser können wir wieder rauslöschen. Warte. Wasser. So. Wie sieht's aus mit den Cornflakes? Cornflakes? Welche hatte ich denn jetzt hier bestellt? Ach, die hier. Die sind noch da. Schoki brauchen wir einmal. Dann, oh, Klopapier ist gar nicht. Ich glaube, die haben auch noch nicht alles aufgefüllt. Zweimal Kartoffeln. Zweimal das gute Zeug. Hm. Gut, den Rest haben wir eigentlich soweit. Oder bin ich jetzt besoffen? Hab ich irgendwas übersehen? Nö. Eigentlich echt alles frisch aus. Aber die sind auch noch nicht ganz fertig mit auffüllen. Gut. Reicht das jetzt für die neuen Produkte oder reicht das nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, das reicht. Ich bin mir sicher. Bin siegessicher, bin ich. Also ich muss gucken, ey, wie lange wir das Tempo durchhalten, dass wir jedes Mal eine neue Lizenz kaufen. Weil ich kann euch sagen, in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall erstmal unseren Supermarkt ausbauen. Ich glaube, da ist dann auf jeden Fall erstmal Priorität drauf, den Supermarkt hier auszubauen. Kartoffelchen da hinten rein.
So, perfekt. Und hier das gute Stück da rein. Oh, warte mal. Da haben wir ganz vergessen hier, Mensch. Quark ist alle. Da können wir auch noch zwei bestellen. Da auch nochmal. Da brauchen wir auch zwei. Oh, da sieht die Sache nämlich schon wieder anders aus hier. Oh, was? Nochmal 612? Hm. Scheiße, das war's, Leute. Das war's mit unserer Lizenz. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Was ist das jetzt? Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Ist das ein leerer Karton? Ach nee, Quark. Warum ist da kein Etikett drauf? So. Das war's mit unserer Lizenz. So, warte mal. Den haben wir doppelt. Gut. Die räumen ja auch noch ein. Hä? Ich verstehe es nicht. Macht nichts. Stellen wir dorthin. Passt. So, hier unten diesen Cleaner. Den müssen wir auf jeden Fall einräumen. Oder haben wir hier noch Mozzarella? Haben wir auch noch mal bestellt. Ich weiß auch nicht so genau. Ach, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Aber jetzt mit der Lizenz. Jetzt können wir die Lizenz kaufen, aber die Produkte nicht mehr. Ugh, das macht mich fertig. Leute, dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge eine Lizenz. Komm, wir haben 2200 auf dem Konto. Dann machen wir in der nächsten Folge Lizenz und Marktausbau. Markt oder Lager? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Markt oder Lager, Leute. Schreibt's rein. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Manus.